Ich sehe, wie ihr mich anblickt. Hallo und herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge von Assassin's Creed, played by Kikari. Und wir werden jetzt mal ganz fix hier mit dem Auftrag beginnen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Ach, mein Gott. Ich jetzt sehe, ja, wie aber. Ihr mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Folgen Sie den Despoten an einen abgelegenen Ort und schlagen Sie ihn, um ihn zum Reden zu bringen. Ja, dann folgen wir ihn mal. Abgelegen verstehe ich unter, dass da keine Wachen stehen und möglichst auch keine Menschen laufen. Ja. Wir sind an einen solchen Ort gelangt. Und dann werden wir ihn mal hauen. Genug, genug! Ich beuge mich! Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt, bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualim wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen, dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr, und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh mein Kind, wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilstifter.
Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. Neun Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Hedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, ich glaube, da redet jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe mich in der letzten Folge, glaube ich, ein bisschen versprochen, weil ich habe es so hingestellt, als ob der Typ, den ich belauscht habe, der Maulwurf war. Naja, auf jeden Fall... Auch schon komisch. Ja, die Templer, die sollen jetzt für die gerechte... Die Templer sollen jetzt für die gerechte Sache kämpfen. Aber andererseits sind ja auch genauso gut wir für die gerechte Sache da. Und, naja, ich denke, es kommt einfach nur vom Blickwinkel aus an, was jetzt gerecht ist und was halt nicht. Alter, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja, zeigen wir doch mal, was wir wissen. Gegner mit F. So, drücken sie die... Ja, Angriffen abzuwehren. Drücken sie die Nottaste, um anzugreifen. Schwert gegen den Gegner. Ach so. Boah. Ich dachte, ich soll sie nur trainieren, so gesehen. Und ich denke, ja, Komboangriffe. Das soll mal angreifen. Drücken Sie die Nulltaste, um anzugreifen. Wenn Sie die Nulltaste erneut drücken, wenn Ihr Schwert gegen... Zack, zack, zack. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Ja, danke schön. Nein, danke. Ja. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe.
Diese wilden Hiebe öffnen dem Gegner Tür und Tor so. Und bringen euch einen frühen Tod. Wir versuchen noch bis zu dem Tor zu kommen und ich denke... Ja. Ich denke, dass es dann mit der Folge war und... Ja, ich hoffe, ihr werdet reinschreiben, ob ihr nun die Türme alle sehen wollt oder nicht und so. Sonst mache ich das halt, wie gesagt, ja, die Türme, die ich sehe und hochkraxeln kann, das werde ich da machen, aber überwiegend werde ich das dann offline machen, diese Türme zu erklimmen. So, wir müssen hier jetzt mal. Ja, hätte ich mir auch nicht die Mühe machen müssen. Ja, bin ich immer. Ich bin crazy. Ja. Dann. Noch ganz schnell, ganz geschwind, nimm mal den schwarzen. Und dann müsste hier auch gleich ein Speicherpunkt, glaube ich, kommen, hoffe ich. Dass das so ist. Ja, schaut doch mal bei meinen Kollegen XRecoverX, der macht gerade auch sein erstes Let's Play. Der macht nämlich Lara Croft Tomb Raider Legend. Ich liebe Legend, weil Legend ist im Endeffekt das einzigste Spiel, was ich von Lara Croft jetzt durchgespielt habe und somit auch mein erstes. Und ja, der macht das ganz super, finde ich. Und ja, schaut doch mal einfach bei ihm vorbei. Ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Und hoffe, wie gesagt, ihr habt eine schöne Zeit gehabt in diesem Let's Play. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Assassin's Creed.